flankt den einfach nochmal rein auf Andrews Kopf. Der schirmt den Ball hier super ab, kann den Ball hier behaupten, legt hier auf für Spidey und der kommt da nicht mehr ran. Der Stürmer auch drauf und kommt zu Ray, springt jetzt aber irgendwie zu mir. Ist jetzt hier am Ball und schießt direkt über den Torwart. Es ist soweit, heute unser erstes Testspiel in der neuen Saison. Neuer Verein, neuer Platz und neue Klamotten. Aber die alten Jungs. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass sie so geil ist. Ich sag mal so. 164 haben wir für dich genommen, ne? Was? 164 ist das jetzt, ne? Das zeigt dir 164 hoch. Das ist XXXXXS. Fresh aus, warum mag ich überhaupt die Scheiße? Der Style, das hast du nicht. Gegner kennen wir, ist ein Test. Deswegen, ich möchte gucken, dass wir wieder in den Flow kommen, dass wir unsere Abläufe reinbekommen, dass wir mutig auftreten. Dass wir versuchen, im Aufbauspiel auch ein bisschen mutiger zu agieren, heißt nicht immer blind lange Bälle. Geht das gar nicht? Komm rein, alles gut. Geht das gar nicht? Wow! Wenn es gar nicht geht. Weil wir haben ein Ziel. Dieses Jahr sag ich auch ganz klar, ich habe ein Ziel, ich will aufsteigen. Fertig. Ich will aufsteigen. Mit dieser Mannschaft, glaube ich, haben wir die Qualität und dieses Jahr will ich das auch durchziehen. Wir waren so nah dran letztes Jahr, haben uns aber leider Gottes selber ein bisschen aus der Bahn geworfen. Dieses Jahr will ich aufsteigen und heute fängt es an. Ist kein Pflichtspiel, Testspiel, aber wir holen uns heute den Sieg und dann auf geht's. Und falls ihr euch fragt, von wo der Mo jetzt eigentlich filmt, ja, der steht direkt hier. Mo Premiumplatz jetzt, ne? Heftig, ne? Ja. Keine Leute hier, die einen stören. Es kommen nur noch die besten Aufnahmen. Top-Wetter auf jeden Fall für unser erstes Kreisligaspiel. Aber in diesen Outfits, man ist automatisch heiß. Ja, beide gut. Guter, komm. Ja! Heute das erste Mal Spiel auf diesem Platz gegen altbekannten Gegner. Mal sehen, wie es wird. Zumindest hat der Regen aufgehört. Das ist ein gutes Zeichen vom Kreisliga-Gott. Wir spielen gegen eine Kreisliga-B-Mannschaft. Wir sind ja logischerweise immer noch in der Kreisliga C, aber es ist ein guter Test. Und ja, auf geht's, komm, sehr gut. Erster. Vieles hat sich geändert, aber Gumming, unser Sponsor, bleibt natürlich gleich. Vorher immer ein Gumming rein. Ob die Kreisliga B spielen oder nicht, wir nehmen die auseinander. Mario sagt noch schnell was. Und dann. Jungs, ich sag mal so, die letzte Einschränkung ist weg. Dieses Jahr müssen wir liefern, okay? Das ist auch ein kleiner Charaktertest. Wir sind hier in Anführungszeichen untergekommen. Der Verein ist uns entgegengekommen, anders als, als wir das kannten. Da müssen wir was zurückgeben, für die Zuschauer was zurückgeben. Wir haben auch noch eine Serie und die will ich heute fortsetzen in jedem Spiel. Irgendwann wird die Serie reißen, das ist ganz klar. Jede Mannschaft, gegen die wir spielen und gegen die wir verlieren, die kann am Ende Vorletzter sein, die kann aber auch am Ende Dritter sein und dann kommen wir auf einmal in der nächsten Quali-Runde mit denen in eine Gruppe. Deswegen, jede Woche ist wichtig, jedes Spiel ist wichtig, jeder Zweikampf, jeder Schuss und das müssen wir zeigen. Wir bleiben stehen und wir haben Ball. Ne? Erste Siege schon mal da, zweite folgt jetzt. Ja, die waren leise, müssen wir lauter sein. Komm her, Hände her, Hände in die Mitte, alle, komm. Fullgas jetzt. Wir starten in das erste Heimspiel hier beim neuen Verein PSV und auch in neuen Heimtrikots. Apropos, ratet diese Heimtrikots gerne mal auf einer Skala von 1 bis 10. Mit einer 2 würde ich diesen Abstoß von diesem Torwart hier bewerten. Sehr fragwürdig. Fischer versucht den Ball rüberzubringen, aber ein Verteidiger ist dazwischen. Und Andrew jetzt hier am Ball mit einem langen Brot. Ein wunderschöner Diago raus auf den Fischer. Perfect Touch. Fischer nimmt den Ball hier mit, schlägt ihn hier scharf rein, aber ein Gegner ist noch dazwischen. Wieder Andrew mit dem Ball auf Fischer, diesmal auf der anderen Seite. Der setzt sich im 1 gegen 1 gut durch, macht die Meter, zieht jetzt Richtung Grundlinie, ist immer noch am Ball, verpasst die aber leider im Moment des Abspiels. Der Ball wird zu Lewis gespielt, der zieht drauf, aber der Torwart pariert. Bori aus Moria hier gegen 2, verliert leider den Ball und Ehren fällt jetzt hier auch noch unglücklicherweise hin. Der Ball wird aber hier von Matzel abgefangen, weil der Gegner sich verschätzt. Und jetzt machen wir schnell und guckt euch diesen Ball hier von Boris an. Ja, De Bruyne-mäßig spielt er den Ball hier in den Lauf für Fischer. Fischer spielt den Ball jetzt nochmal rein und Lewis trifft den Pfosten. Das muss doch jetzt mal das Tor sein.
Spannende Anfangsphase mit den ersten Chancen für uns, aber auch unsere Verteidigung ist gefragt. Auch hinten müssen wir stabil stehen, stabil wie der Holzi, der diesen Ball hier abfängt. Matzel startet direkt den Konter, schlägt einen Haken und jetzt den Diago auf die andere Seite zu Pablito. Der pflückt den runter, spielt den Ball zu mir. Ich will ihn ablegen auf Eren, der ist aber ein bisschen zu weit und Eren rutscht aus. Auch mit den Kameras haben wir für nächste Saison aufgerüstet, damit wir euch noch geileren Content liefern können. Und was für ein geiler Ball von Boris. Spidey kommt hier leider nicht ganz ran. Und Pablito ist jetzt hier am Ball, spielt den Ball zu Spidey. Spidey spielt den Ball jetzt hier auch nochmal scharf rein, aber Fischer verstolpert ihn ein bisschen. Der Ball ist noch heiß, Fischer ist nochmal da, schießt, aber der wird geblockt. Immerhin Ecke rausgeholt. Fischer jetzt hier mit einem Eckball am Start. Der Ball wird erstmal von einer Glatze vom Gegner geklärt. Jetzt müssen wir natürlich auf den Konter aufpassen. Langer Ball, ich will den Ball klären und rutsche einfach aus. Aber zum Glück haben wir da die Melone, die da rausgestürmt kommt und den Ball rettet. In dieser Saison ist wirklich alles neu, vom Verein bis hin zu den Trikots. Nur die Spieler sind dieselben und die zeigen direkt mal ihr Können aus letzter Saison. Boris macht das hier wunderbar, setzt sich gegen zwei, drei Spieler durch und sieht den Fischi-Fisch auf der anderen Seite. Legt den Ball jetzt ab. Fischi-Fisch versucht's mit der Flanke, die ist aber etwas zu ungenau. Einwurf vom Gegner, die waren bis jetzt noch nicht einmal in unserem 16er und Holzi verhindert es diesmal auch wieder mit der Glatze. Andrew hält den Ball hier im Spiel, macht erstmal den Gegner nass und haut den Ball einfach mal lang nach vorne und Luis geht da ab, ist jetzt hier am Ball und schießt direkt über den Torwart an die Latte. Das kannst du doch keinem erzählen. Der Gegner im Aufbauspiel leitet jetzt aber unfreiwillig hier einfach unseren Angriff ein, denn der Ball ist sehr, sehr ungenau. Ich schnapp mir den Ball und ziehe auf außen, höre und sehe den Fischer natürlich hinter mir, legt den Ball ab, Fischi Fisch ab in den 16er mit ihm, will den Ball jetzt querlegen, aber der wird zur Ecke geklärt. Wieder Eckball der Fischer, eine schöne hohe Ecke auf Luis und Luis nickt ihn ein und da ist endlich das Tor, 1:0. Gut! Oh mein Gott! Ja, Mann! Fischer, ich liebe dich. Das wohlverdiente erste Tor endlich für uns gefallen. Das erste Tor in den neuen Heimtrikots. Matzel jetzt am Ball, versucht es im 1 gegen 1, wird hier aber von den Beinen geholt. Boris schnappt sich den Ball, versucht im 16er zum Dribbling anzusetzen und der Ball wird zur Ecke geklärt. Der Fischer mit dem nächsten Eckball, diesmal von der anderen Seite. Boris versucht es, der Gegner ist aber noch dazwischen. Shark will den Ball jetzt hier rausklären. Luis ist davor, der Ball springt zu Andrew und Andrew schießt ihn einfach rein. 2:0. Ja! Andrew! Andrews erstes Tor für FC Brotatatas. Leute, ist ein Tor gefallen. Freut ihr euch nicht? Ja, ich bin ein bisschen überrascht, wie schwach der Gegner ist. Das ist der Anstoß für den Gegner nach dem 2:0 und wir machen direkt Druck. Der Gegner verschätzt sich hier auch ein bisschen mit dem Ball zurück. Luis kann ihn hier erahnen, spielt den Ball rüber auf Fischer und Fischer will jetzt das Tor, knallt drauf, aber ja, gute Parade vom Keeper. Digga, Fischer. Ich sag nichts. Langsam aber sicher scheint der Torebann gebrochen zu sein. Nächste Ecke kommt reingeflattert. Die kann nicht so wirklich geklärt werden, denn Pablito pflückt sich den Ball runter, spielt ihn jetzt die Linie runter auf Boris. Boris, unsere Bestie, flankt ihn einfach nochmal rein auf Andrews Kopf und der köpft ihn zum 3:0 ein. Also jetzt ist der Bann wirklich gebrochen. Zwei Tore schon von Andrew und es steht 3:0. Jetzt könnt ihr euch mal freuen. 3:0, was ist denn hier los? Ja, war gut. Loco ist jetzt hier auf Außen am Ball, spielt den Ball jetzt hier zu mir, da ist auf einmal ein bisschen Platz. Ich überlasse jetzt hier Boris den Ball, Boris dreht sich, spielt den Ball nach vorne und Luis haut sich den Ball hier selbst in die Fresse rein. Ja, das ist auch der Luis-Spezial, der im Nasenbluten endete. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Nächster sehr fragwürdiger Abschluss von dem Torwart, der springt dem Boris direkt in den Fuß und der packt wieder ein Börek de Bruyne Pass in die Schnittstelle aus auf den Fischer. Der legt ihn quer, aber der Torwart kriegt da irgendwie noch seinen Fuß rein und die Situation wird geklärt. Der Gegner als auch Boris rennen hier zum Ball, aber Boris ist ein bisschen schneller, spielt den Ball hier direkt raus auf unsere Nummer 10, Pablito. Pablito spielt den Ball jetzt hier nochmal auf Boris, der bringt den Ball hier mit links rein und Luis wieder per Kopf am Start. 4:0. Es sind so viele Tore vorne gefallen, dass unsere Defensive, glaube ich, mal einen kleinen Powernap einlegen wollte. Aber Andrew ist wieder hellwach und läuft diesen Ball easy ab. Andrew spielt jetzt hier den Ball raus auf mich und da ist auf einmal viel Platz. Ich mache natürlich die Meter, sehe da vorne Boris mit einem Lüpfer über die Gegner zu. Boris mit einer perfekten Annahme, der jetzt
mit dem linken wieder scharf in den 16er. Matze versucht den Ball irgendwie reinzubringen, aber ein Gegner ist noch dazwischen. Ich kann den Ball aber hier abfangen, spiel den Ball hier auf. Luis, der da frei ist und der Torwart hat ihn diesmal. Hoher Ball vom Keeper, der kommt zu Matzel, der spielt ihn rüber zu mir. Ich bin jetzt auf der linken Seite, nehme den Ball, schau, was ich machen kann. Spiel den Ball auf Matzel, der legt ihn direkt nochmal ab auf Boris und der packt den Hammer aus. Der Torwart lässt ihn abprallen und da bin ich und kann abstauben für mein erstes Tor. Da ist er doch, da ist er doch. Endlich ist er aufgestanden, ey. Ich habe ihn vermisst. 5:0 nach nicht mal 40 Minuten, aber einer ist noch nicht so ganz zufrieden. Ja, Mario, ich hab gar keinen Bock mehr. Schwierig, ey. Nach 42 Minuten gefühlt der erste Ballkontakt hier von unserer Melone und der endet direkt in einem Anschlag auf Fans. Auch bei einem Stand von 5:0 sollte man das Verteidigen nicht vernachlässigen, meiner Meinung nach. Eren packt jetzt hier die Mannequin-Challenge aus. Der Ball wird rübergespielt, Holzi klärt ihn zuerst mit der Hacke, aber Sass Shark immer noch im Ballbesitz auf unsere rechte Seite und Loco bleibt jetzt auch einfach stehen, aber der Ball ist zum Glück etwas zu weit. Da Holzi wieder am Ball, spielt den Ball hier nach vorne in Richtung Spidey, aber der Gegner ist mit dem Kopf dazwischen, aber kein Problem, Boris fängt den wieder ab, war natürlich alles geplant und Boris geht jetzt hier schön durch, Doppelpass jetzt hier mit Luis und Boris ist da durch, legt den Ball nochmal quer und Luis, dritte Tor für Luis, glaube ich hier, ne? In einer Halbzeit, nicht schlecht. Spielt ihr gerade FC Botetis oder FC Barcelona 2004-05? Ich hab Gumming genommen und ich hab Bock jetzt hier zu spielen, Digga. Bevor wir weiterspielen, geht's aber erstmal mit einem 6:0 in die Halbzeitpause. Ich glaube, man sieht an unserer Spielweise, dass wir es ernst meinen mit dem Aufstieg, oder? 6:0 zur Halbzeit. Wir schalten jetzt keinen Gang zurück. Ich würde sagen, wir schalten einen Gang rauf. Gefällt mir. Also Spielzüge richtig gut. Das Einzige, was wir eventuell noch ein bisschen besser machen könnten, ist, wenn Holzi oder Andrew den Ball haben. Sagen wir jetzt mal, Holzi hat den Ball. Loco steht ja automatisch höher und Fischer steht hier. Wenn Boris den Weg hierhin macht, sage ich mal, geht sein Gegner mit. Heißt, hier ist schon mal eine Lücke. Luis, orientier dich dann mal hier. Auf der anderen Seite dann auch Spidey, orientier dich hier. Und Fischer, wenn Holzi andribbeln kann, zieh du mal rein. Also der Trainer ist ja am Reden, ein Bergkollege. Formel 1. Ja, ich sag dir ehrlich, das Rennspiel ist taktisch anspruchsvoller, als den Gegner zu kontrollieren. Nun, das Kreisliga B noch offiziell. Die können nichts. Ohne Anstoß hier zur zweiten Halbzeit. Ja, diesmal hat der Gegner Anstoß und der Gegner macht direkt da weiter, wo er aufgehört hat, nämlich keine Ahnung womit. Auf jeden Fall nicht mit Fußball. Spidey ist jetzt hier am Ball, spielt den Ball jetzt hier rein auf Ehren, da ist Platz, der schießt, aber ja, da fehlt noch ein bisschen das Zielwasser. Wir spielen uns hier hinten raus, Matze mit einem langen Ball in Richtung Mitte zu Louis. Der weiß jetzt gerade nicht, wo der Ball ist. Und da kommt er denn an, der auch schon Nummer 17 würde ins FC Brotato Sandwich genommen. One-Touch-Kombinationsfußball hier von den Brotatatas. Andrew auf Eren, Eren auf Matze, Matze auf Pablito, Pablito jetzt hier auf Boris. Und schon sind wir da wieder fast vom Tor. Boris jetzt auf Spidey, der kommt nicht ganz ran, aber sah gut aus. Und wir starten mit einem Luftball, an den hier erstmal keiner kommt. Der Gegner kann jetzt hier den Ball mit etwas Glück behaupten und bleibt im Ballbesitz. Jetzt kommt hier der Pass auf den Stürmer. Der täuscht jetzt an, schießt dann aber doch und mit einem Sonntagsschuss da links oben rein. Wir kassieren tatsächlich hier noch das Gegentor 6:1. Und das war natürlich ganz klar hier die Schuld von Luis, deswegen wird er direkt ausgewechselt und für ihn kommt Majus, Mr. G. Capitano Roberto Carlos baut das Spiel von hinten auf. Andrew spielt auf Eren. Eren will klatschen lassen, aber klatscht dem Gegner den Ball da in die Füße, will den Fehler jetzt aber auch wieder gut machen und ergrätscht den Ball. Der Gegner läuft hier mit dem Ball, aber Boris die Bestie zieht ihn hier in die Unterwelt hinein und der kracht auch noch in Eren rein. Boris jetzt hier mit einem Pass auf Spidey. Spidey sieht da auf außen. Pablito spielt den Ball jetzt hier rüber und Pablito ist mit einem Babyschüsschen am Start. Shark haut den Ball jetzt hier einfach mal nach vorne und da ist momentan einfach zu wenig von uns. Ja, Shark spielt mit uns, spielt jetzt hier einen schönen gezirkelten Ball um mich rum. Ich komme da nicht mehr ran. Der Stürmer haut drauf und haut das Ding hier voll von Pfosten. Da haben wir auf jeden Fall Glück. Jetzt müssen wir aber mal wieder aufwachen. Wir zeigen hier alte Muster aus der letzten Saison. Sobald wir ein Gegentor kassieren, lassen wir die Köpfe hängen, aber wir versuchen jetzt direkt die Antwort zu geben. Boris am Ball, spielt den Ball rüber auf Eren. Eren fackelt nicht lang, zieht ab mit links und der Ball ist drin. Das ist die direkte Antwort, 7:1. Oh.
Einwurf Spidinho auf Marius Mr. G. Der schirmt den Ball hier super ab, kann den Ball hier behaupten, legt hier auf für Spidey und der will erstmal hier den Verteidiger töten. Schuss in die Magengrube und der Torwart pariert auf der Linie. Jetzt wird sich schön durchkombiniert. Matzl auf Boris, Boris auf Fischer, Fischer auf Majus, der dreht sich direkt, zieht ab, aber der hat wohl zu wenig Babyküken gefrühstückt und keine Kraft. Boris spielt jetzt hier einen Doppelpass mit dem Gegner, aber der Pass zurück vom Gegner kommt nicht so ganz an. Boris ist aber immer noch am Ball, steckt den jetzt hier durch, hat den Blick hier für Spidey. Spidey stoppt den Ball nochmal an, Schuss aus der Drehung, aber der Torwart pariert. Jetzt links, schneller Ball, Boris. Andrew wollte dann nach Hause das Arsenal-Spiel gucken, da haben wir ihn mal gehen lassen und dafür kam unsere Neuverpflichtung Atom, der hier auch direkt den Ball abfängt und den nächsten Angriff einleitet über Fischer, der aber jetzt gefoult wird. Und Aaron mit der Nummer 27 jetzt hier mit einem schönen Solo-Run am Start. Geht hier an den Verteidigern vorbei, will natürlich das Tor, aber der Torwart pariert. Situation bleibt weiterhin heiß. Spidey schnappt sich die Pille. Spielt jetzt hier den Ball zu Majus. Majus weiter zu Boris und Boris kommt jetzt hier noch zum Schuss, aber der Verteidiger pariert. Und Hummel! Was war hier? Nach dieser Aktion war der Erin fix und fertig und Luis kam wieder zurück. Freistoß Pablito und der kommt butterweich und Majus mit dem Flugkopfball, aber der Torwart kann ihn leider fangen. Aufbauspiel von FC Brotatatas, Etem am Ball, Doppelpass mit Boris und jetzt geht's schnell, Ball auf Majus, der legt ihn direkt ab für Fischer und Fischer zündet den Turbo, unser kleiner Pace-Abuser Fischer zieht in den 16er, zieht ab, aber der Fuß vom Torwart ist wieder da. Danach war auch für den Fischi-Fisch Feierabend und die legendärste menschliche Kanonenkugel Ray Habibi kam aufs Feld. Ich treibe den Ball jetzt hier ein bisschen nach vorne und sehe da den frisch eingewechselten Ray. Spiele ihm jetzt hier den Ball. Er leitet direkt hier weiter in den Lauf von Boris und wir sind im gegnerischen 16er. Der Ball wird hier quer gespielt, ist noch heiß, kam nicht optimal. Matze legt hier nochmal auf Ray. Ray mit dem linken, aber ja, schade. Nächste Chance für uns über Boris, der durch die Gegner läuft wie durch einen Schweizer Käse. Der Ball kommt zu Ray, springt jetzt aber irgendwie zu mir. Ich zieh ab und der Torwart hält den schon wieder. Was hat er denn in der Halbzeit genommen? Eckball der Majus, denn der Fischer sitzt ja schon auf der Bank. Der Torwart schlägt den Ball hier raus und Shark haut den Ball hier einfach mal nach vorne. Sind hier immer noch im Ballbesitz und schicken jetzt hier einen Stürmer, aber nicht mit mir, nicht noch ein Gegentor und entschärft hier die Situation mit einem Ball nach hinten. Immer wieder Boris, immer wieder die Bestie, setzt sich durch, schlägt den Ball auf die andere Seite zu Pablito Mojito. Der nimmt den an, geht am ersten Gegner vorbei und lädt jetzt wirklich seine ganze Kraft auf. Aber da fehlt dann einfach die Genauigkeit. Der Ball springt hier etwas unkontrolliert im Mittelfeld, im Zentrum herum. Aber Shark ist hier im Ballbesitz, wollen jetzt hier noch einen schnellen Spieler schicken. Aber mein Fuß kommt noch dazwischen und wir spielen den Ball erstmal raus. Der Gegner prallt an Loco Floki ab, der das nicht mal wirklich gemerkt hat. Er stolziert weiter durchs Mittelfeld, spielt den Ball auf Pablito. Pablito sieht mich starten, schickt mich. Ich kann den Ball leider nicht gut mitnehmen. Deswegen denke ich mir, probier es einfach mal mit einem Fernschuss. Aber nope. Der ist leider daneben. Der Torwart wollte halt alles von mir halten, ey. Glückwunsch zum Sieg. Dafür sind Testspiele da. Erste Halbzeit hat mir gefallen, zweite war Katastrophe. Bleibe ich bei, fand ich gar nicht gut. Aber ist so, was willst du machen? Wir haben das Spiel gewonnen, nur zweite Hälfte viel zu hektisch gewesen, unsicher gewesen zwischendurch, zu viele Lücken gehabt. Aber alles gut, Spiel gewonnen. Nächste Woche arbeiten wir weiter. Genießt das schlechte Wetter. Geiles Spiel, Alter. So geil wie die Trikots, Alter. Alles hat gepasst. Zeig mal dein Trikot, mach mal 360. War ein guter Test jetzt zu Beginn, dann bald der neuen Saison. Erste Halbzeit war top, zweite leider ein bisschen flop. 7-1 kann man mit leben. Hat mich ein bisschen an Deutschland-Brasilien erinnert, ne? Du erinnerst mich auch an Roberto Carlos.